Das ist halt Körnerfutter, artgerechtes Futter für die Tauben, ja, keine Abfälle von der Straße. Und frisches Wasser. Das sind die Plastikeier, mit denen wir eben die anderen Eier austauschen. Also eine Art Geburtenkontrolle ist das. Ne? So alle 2 Monate muss man mal eine Brut durchgehen lassen. Das sind die kleinen, sonst verlieren die Tauben das Vertrauen. Mein Name ist Dr. Doris Quinten. Ich bin Tierärztin und Initiatorin der Tierschutzgruppe ÖDP. Wir setzen uns für die Erhaltung der Artenvielfalt ein, für ein besseres Leben von Haus- und sogenannten Nutztieren. Und wir unterstützen Tierschutzprojekte, wie zum Beispiel hier das Taubenhaus nach dem Augsburger Modell. Dadurch reduzieren wir die tierschutzgerecht die Population auf ein für Mensch und Tier verträgliches Maß. Wir setzen uns zudem auch noch für die Einsetzung eines oder einer Tierschutzbeauftragten ein, so wie es in 9 Bundesländern bereits geschehen ist. Geben Sie den Tieren eine Stimme und wählen Sie bei der Landtagswahl 2023 die ÖDP. Dankeschön.